Grüß euch, da ist der Lemmy wieder. Heute gibt es wieder mal einen Oberneiter. Bin da heute hier unten an der Salzach. Bauen wir jetzt hier ins Lager auf. Nachher kommen dann noch ein paar Freunde mit dazu. Da freue ich mich schon. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dabei. Bis später. So, da tun wir jetzt einer von den Freunden, wo ich angekündigt habe, ist jetzt schon da. Der tut jetzt das Wasser aufbereiten. Was ist denn das für ein Wasserfilter, was du da hast? Das ist der Miniwell L610. Ah, okay. Was ist das für eine Preiskategorie? Also ich habe den bei Amazon bestellt für 60 Euro. Ah, okay. Und bist du zufrieden damit, oder? Bisher ja. Super. Aber schon aus einige Wasserlockern was gefiltert und bis jetzt habe ich zumindest noch nie Durchfall gekriegt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Okay. Pumpfilter. Ja, ja. Wissen die jetzt gar nicht? Nein, nicht so, ja. Wie heißt der? Katadin. Der Schweizer da. Ja, aber da muss, glaube ich, eine drucken, oder? Nein, das da wird so eine Luft, wie so ein Luftpumpe. Auch so einen mit so einer Pumpe. Ach so? Ja. Ich kenne mich aus. Ich habe mir die alle schon geschaut. Aber ich kann mir schon sagen. So, ich zeige euch da jetzt einmal unser Lager, was wir da aufgebaut haben. Also ich habe jetzt da einfach einen Mückenschelter und ein Schrägdach gemacht. Wir sind da ja am Wasser, wie ihr gesehen habt. Und da ist sowas natürlich schon nicht schlecht gegen die Mücken. Dann das da ist der British Army Shelter und Elefantenhaut, Isomatte, Schlafsack. Gefällt mir eigentlich auch recht gut, weil es sehr flach aufgebaut ist und vom Tarnung her ganz gut. Das ist dann noch flacher, was ich da ein Kamerad da aufgebaut hat. Und das ist das dritte. Was ist das für eins, für ein Zelt? Das weiß ich selber nicht, wie ich das genau nehme. Okay. Das ist ein Zeltaufbau aus einer Plane. Gefällt mir auch ganz gut. So Freunde, ich habe jetzt da einen anderen YouTuber mit dabei, der macht es da nicht so lang. Wie heißt du? Schorsch. Der Bushcraft Skilled, sein Kanal mit Z hinten, blende ich euch dann ein. Und der zeigt jetzt seine Variante, wie er da Lagerfeuer macht. Was hast du da? Ich benutze jetzt als Zunder
einen selbstgemachten Zunder aus Wattepads in Wachs getränkt. Hat sich eigentlich immer ganz gut bewährt. Okay. Das Schöne ist, der kann nass werden, der kann ins Wasser fallen, weil innen bleibt er trotzdem trocken, eben durchs Wachs. Mhm. Und kostet zwar ein bisschen Vorbereitung, aber wenn man daheim ein bisschen Zeit hat, ja, und ein paar Wachsreste übrig hat oder so, dann kann man sich das ganz leicht selber machen. Super. Und braucht sich keine Chemieanzünder oder sonstigen Schmarrnkaffer, sondern macht das, ja, finde ich gut, so. Und jetzt hoffe ich, dass das auch so hier haut, wie ich mir das vorstelle. Der gute alte Vorführeffekt, der wirft ja bekanntlich immer, wenn es drauf ankommt. Aber probieren wir es mal. Ja, ganz kurz. Was? Tipp, wenn du ein bisschen was runterschabst und dann am Funken machst. Das ist auch eine Idee. Könnte man auch mal tun. Ja, ja, da hat mir der Kollege wieder sein besten Pad gegeben für alle. Ich möchte jetzt keinen anschauen. Da lacht er schon. Ja, aber so ist es. Es funktioniert nicht immer alles gleich beim ersten Mal. Jetzt einmal, oder? Ja. Na komm halt, lass dich nicht so lumpen. Ja, ja. Jetzt aber, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Ja, ja, super. Jetzt haben wir ihn. Passt. Den Hund. So, dann fangen wir am besten immer an. Mit kleinen Stickerl erst einmal. Und wird dann nach und nach immer größer, dass man das Feuer nicht erstickt. Gerade am Anfang. Wir haben jetzt heute das Glück, dass wir ziemlich trockenes Holz gefunden haben. Dann ist das nicht so problematisch. Aber beim nassen Holz sollte man da schon ein bisschen drauf achten. Alles klar. Super, danke dir, Schorsch. Ja, wunderbar brennt das. Super gemacht. So, ich mache jetzt da heute mehr Pizza. Dazu nehme ich Mehl her. Dann mache ich mir da etwas Kohle. Kommt ein bisschen Öl. Damit die Hefe besser arbeiten kann, kommt ein bisschen Zucker rein. Und dann noch Salz. Und dann die Hefe. So. So, und dann haben wir da lauwarmes Wasser. Und dann werden wir das Ganze mal rühren. So, jetzt lassen wir den Teig ziehen und dann hole ich euch wieder dazu. So, schaut mal, der Pizzateig hat jetzt eine gute Stunde gegangen und ist wunderbar aufgegangen. Thank you.
Hitzer ist in der Glut. Ich habe jetzt ein bisschen behelfsmäßig da mit Ach und Krach Alufolie da oben drauf gebracht und oben dann auch Glut. Die hole ich dann wieder dazu, wenn es fertig ist. So, Abendessenzeit. Da gibt es ein schönes Nackensteak. Schauen wir mal, da gibt es einen schönen Nudel-Eintopf. So, da gibt es einen Reis. Und dann, glaube ich, kommen da noch... da gibt es dann Würstel dazu. Dann noch Käse. Und Bolognese-Soße aus dem Glas. Wer es mag, für den ist das der sechste. Ja. Jo, Pizza ist fertig. Schaut mal, wie lecker das ausschaut. Also, die lassen wir jetzt schmecken, einen guten. So Freunde, wir lassen jetzt da den Tag ausklingen. Genießen wir das noch am Lagerfeuer. War ein wunderschöner, heißer Sommertag. Und wir sehen uns dann morgen beim Frühstücken wieder. Und am Morgen kocht sie wieder. Ja, was gibt's denn bei dir, Maria? Zwiebelpaprika, bisschen so spanische Salami und dann Eier drüber. Vielleicht ein bisschen Käse drüber. Bauern braucht halt zum Kochen Sachen, die kenne ich gar nicht. Ja, und dann muss das alles in die Spülmaschine eingeladen sein. Einmal kochen, einmal Spülmaschine. Was soll ich tun? Auch die großen Töpfe tue ich mit der Hand ausspülen. Ja, weil immer. Die tue ich nicht in die Spülmaschine, weil da ist ja so viel Platz dahin. Dann kriege ich aber einen Anschiss, weil bei uns die Spülmaschine so steht. Das ist ja klar, bei zwei Personen nehmen. Die Spülmaschine, die schalte ich da immer so einmal in der Woche. Und dann weißt du, was da rauskommt, gell, wenn du den Deckel aufmachst. Ja. Und die hat es neulich schon gehabt. Ich habe das schon gewusst, ich habe schon einen guten Blick drauf beim Aufmachen. Ja, nein, ja gut, mit zwei Kindern. Seien wir uns ehrlich, was die alles aussauen, da ein Glas, weißt du, das ist schon klar. Ich bin ja nicht an das. Ich nehme jetzt mein neues Glas. Ja, nein, das gibt es bei mir nicht. Deswegen servierst du Flaschen. Das gibt es bei mir nicht. Bei mir muss die Kaffeetasse ein paar Tage halten. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass wenn jemand kommt, dass die Leute schon denken, Alter, der muss einen Schlag haben, weil die Kaffeetasse versiegt, ist ganz schnell jetzt in die Spülmaschine. Aber ja. Ich glaube, der Maispülmaschine ist halt drei Wochen nicht mehr gelaufen. Aber ich bin allein. Was kommt denn da so zusammen? Naja, solange es nicht voll ist, geht's. Wenn es einmal voll ist, nach drei Wochen ist scheiße. Ja, wenn es voll ist, dann mache ich schon an. Ja, nein, ist ich meine, ja.
Ja, das ist schwierig. Ich meine, das könnte man ja ausrechnen oder erforschen, aber das tue ich jetzt auch nicht. Ich denke, dass die neuen Geräte die Handschuhe relativ effizient. Ja, also unsere ist relativ neu. Also jetzt auch nicht mehr neu, aber die werden ja 3-4 Jahre sein. Das merkst du dabei, bei den Gefriertruhen zum Beispiel. Na jetzt, gut, das ist jetzt keine große, das ist so für eine Person halt so eine kleine mit 50 Liter Vermögen. Ja. Aber das klang ja für mich ja nur leicht. Aber die kann sie im Notfall, wenn der Strom weg ist, auf meine Solaranlage anstecken. Ich habe einen 2000 Watt Wechselrichter und die braucht 60 Watt für Kühlbox. Bleibt mein Essen kalt. Scheiße drauf. Ja. Kann ich einfach anstecken. Und die muss ja auch nicht Tag und Nacht laufen. Die kühlt sich ja ab, wenn die zu ist. Die bleibt ja ewig lang. Ja, guten Morgen. Die Nacht ist rum. Schlafen habe ich hervorragend. So ein Mückenschelter ist doch eine feine Sache, wenn man am Wasser campieren tut. Da, wie gesagt, nur keine einzige Stoch in der Nacht. Ja, jetzt gibt es lecker Frühstück, habt ihr ja gesehen, hat man da Frühstück gemacht. Und dann nach dem Frühstück Abbau und dann geht es wieder Richtung Heimat. So Freunde, es ist soweit. Ende des heutigen Tages. Es war eine tolle Tour, hat mir sehr gut gefreut. Mit alten Spätzeln wieder einmal und schon die zweite Generation mit dabei. War ein tolles Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Das kostet euch nichts. Ihr könnt auch gerne auf Facebook zu der Buschkraft Inntal Gruppe dazugehen und auf Instagram könnt ihr mir folgen unter Lemmy Hock. Würde mich auch freuen, wenn da der ein oder andere dazukommt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, führt euch, euer Lemmy.